Die internationale Tourismusbörse hat ja morgen und am Sonntag für alle Berliner und Brandenburger geöffnet. Da können Sie sich ja schon mal den nächsten Urlaub überlegen. In der zu Ende gehenden Woche wusste man allerdings an einigen Stellen in Berlin und Brandenburg nicht, wohin die Reise geht. Egal ob in der Luft oder am Boden. Ich halte das für gefährlich. Alle sind sie im Reisefieber. Das ist eine wunderbare Gelegenheit und Möglichkeit, das Land zu erkunden. Hauptsache, jemand weiß, wo es lang geht. Hallihallo, hier ist Mirjam aus Pankow. Der nächste Halt ist Vinetastraße. Dafür kündigt sich bei den Öffentlichen bald wieder eine Erhöhung der Reisekosten an. Die letzte ist ja auch schon 2 Monate her. Wie die immer wieder schaffen, die gleichen Dinger immer wieder neu zu machen. Also total schön. Schnäppchenpreise gibt es dagegen jetzt bei der Air Berlin. Mal gucken, ob der neue Chef damit den Sinkflug stoppen kann. Schauen wir mal. Dass alle Räder in der nächsten Woche stillstehen, dafür will die GEW sorgen. Die Lehrer haben in dieser Woche ja schon mal für eine vollere Reisekasse demonstriert. Also innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen wird da schon richtig was passieren. Andere sprengen lieber Geldautomaten in die Luft, um an ihr Urlaubsgeld zu kommen. Sieht unordentlich aus. Wie weit nach oben wohl die Mietpreise im Mauerpark explodieren, wenn da auch noch Luxuswohnungen entstehen? Das ist ja schon ein bisschen Geld. Aber Bürgerbegehren hin oder her, der neue Bausenator zieht das jetzt einfach mal durch. Ja, ich werde hier über die angrenzende Kranichwiese gezogen. Dafür tritt dieser Schandfleck am Bahnhof Zoo demnächst seine letzte Reise an. Sieht da ein bisschen dreckig aus. Ja, und außerdem riecht es da auch noch nach allem anderen als nach großer, weiter Welt. Urin quasi. Und wohin ging die Reise in dieser Woche im Sport? Da haben ja nicht nur die Herthaner kurzzeitig Rückenwind bekommen. Ich versuch's erstmal, den Wind zu fühlen und ihn mit den Flügeln zu nehmen. Auch der Berliner Senat verspürt immer mehr Aufwind bei seinem Flug in Richtung Olympiabewerbung. Gute Reise. Bleibt nur noch eine Frage, ob bei den Berlinern da wirklich schon das gleiche Reisefieber ausgebrochen ist.